Anno 1800 hat ein neues Szenario gekriegt. Das Ganze haben wir uns zusammen im Stream angeguckt und durchgespielt. Wir sind tatsächlich im ersten Try, ja, sag ich mal, bis zum Ende gekommen. Ich musste zwar ein, zwei Mal neu laden zwischendrin, beziehungsweise resettet wegen des Debuffs, weil ich einfach keine Lust hatte, mit -50% Produktivität das Ganze noch mehr in die Länge zu ziehen. Das seht ihr aber alles später. Ich teile das Ganze auf in ein paar Parts, dann könnt ihr euch das Ganze ganz in Ruhe angucken. Ansonsten gibt es den Stream komplett uncut, auch auf meinem Channel. Der heißt dann einfach neues Szenario, wir gucken rein. Aber ich schneide euch das hier zusammen, dann könnt ihr es euch entspannt angucken. Ich quatsche nicht weiter rum. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Wir starten rein ins Szenario, Eden am Ende. Ich bin gespannt. Ah, guck mal, das ist sogar... Ah, jetzt kommt hier so ein Brief. Liebste Isabel, dank dir konnten die Furoria aus dieser Gegend vertrieben werden. Doch ihr Erbe ist eine schwere Last. Der Generator, den sie zurückgelassen haben, der Generator, den wir für die Besatzer bauen mussten, dieser Generator verseucht unser Land. Mein Volk braucht den Strom, den der Generator erzeugt, aber er zerstört unsere Insel. Unsere Flüsse sind verschmutzt, die rauchgeschwängerte Luft vertreibt die Vögel von den Bäumen und selbst der Boden wird langsam vergiftet. Aber wir haben einen Plan, ein Staudamm mit Wasserkraftwerk. Mein Volk verfügt über das nötige Wissen und das Können, aber wir brauchen deine Führungskraft, um eine neue, nachhaltige Stadt für die Arbeiter zu bauen. Uns bei der Fertigstellung des Dumps zu helfen. Herzlichen Grüße, Yuaska Rodriguez. Übrigens, Leute, das kommt auf YouTube, also seid nett. Du hast die silberne Medaille geschafft. Nein, mehr. Nice, Björn. Moin, Neo. Los geht's. Ich höre den Ruf der Steichshühner nicht mehr. Die Marine sind fort und die Kapuzinervögel schweigen. Ich höre nur die Bestie, ihr Rüpsen, Schnauben und Brüllen. Sie sitzt rittlings auf der Erde und ihre Stähler in den Tentakeln speien Gift. Ich denke, das soll der Generator sein. Die sieht aber ein bisschen fettig aus, die Frau, ne? Dort bauen wir den Staudamm. Eine brutale Lösung. Gewiss, ein Monster ersetzt das andere. Aber haben wir eine Wahl? Wir wollen weder zurück in die Dunkelheit noch weiter in unsere Insel zerstören. Ja, haben sich halt an den Strom gewöhnt, ne? Aber sehr liebevoll animiert. Wir sind eins mit dem Land. Unsere Ahnen errichten hier einst mächtige Städte. Ja, wo sind die jetzt, Freunde? Warum nutzt man sowas nicht mehr? Was würden Sie sagen, wenn Sie wüssten, dass wir den Pyrophoriern bei ihren Schandtaten geholfen haben? Tagtäglich füllen sich die Flüsse mit Müll, die Bäume tragen kaum noch Früchte und immer weniger Fische kehren zurück. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Isabel. Wir nähern uns unaufhaltsam der Katastrophe. Ich bete, dass es nicht schon zu spät ist. Ach, guck mal, hier. Ah, guck mal. Ah, I see now. Und wir starten rein. Also, es ist ein bisschen kampagnenmäßig angelehnt für den Anfang halt. Wir müssen einmal ganz kurz die Sprachlautstärke hochdrehen. Eden am Ende, der Staudamm. Bronze, Gold. Ach, erfüllen Sie die Zeitvorgabe. Das ist ja nervig. Okay, also, wir starten rein. Als allererstes machen wir mal die Zeit runter. Und wir gucken uns hier ein bisschen um. Also die Spielgeschwindigkeit. Wir haben hier die Ökobilanz. Wir haben zum einen Wasser. Da sind wir plus 6 aktuell. Wegen der Fischbestände. Und minus wegen undichten Ruinen. Da könnten wir mal hinspringen. Ah, guck mal. Und da, die kann man jetzt... Pyphoria. Ah, okay, jetzt weiß ich das. Alles klar. Also die müssen wir wegmachen, dafür brauchen wir Arbeitskraft. Die verschmutzen das Wasser. Hier sehen wir übrigens auch oben, ob das steigt oder fällt. Das sinkt wegen den verseuchten Ruinen der Boden und die Luft erholt sich ganz gut, wegen, weil wir viel Waldbestand haben. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir werden ja auch Waldbestand verlieren wieder, weil wir natürlich... mach mich mal ein bisschen kleiner. Weil wir natürlich auch Leute bauen müssen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Okay, alles klar. Wir starten rein. Und wir fangen mal an mit einem Marktplatz, denke ich, wie immer. Moin, Lukas. Das heißt, wir bauen hier erstmal einen Marktplatz hin. Ich würde sagen, da machen wir erstmal nichts mit falsch. Und dann brauchen wir erstmal ein paar Journaleros hier. Das sieht doch eigentlich, ja, das ist ja jetzt hier, ne? Ah, ich hab schon gehört, die brauchen auch Wasser, glaube ich, ne? Es ist nichts
Yo, die haben ja ultra viele Bedürfnisse. Scorpio, grüß dich. Also, Freunde, benehmt euch, ne? Das Ding hier kommt auf YouTube. Also, wir schnappen uns jetzt hier erstmal die Einwohner. Man muss ein bisschen gucken, dass man nicht zu viel von den Holzbeständen wegklüppelt. Habe ich mal gehört. Okay. 100 und 100. Und ich habe auch gehört, dass die Holzfällerhütten, also dass das Holz der Holzfällerhütten nicht mehr nachwächst. Das heißt, wir brauchen Försterhütten. Das könnte interessant werden. Aber erstmal brauchen wir jetzt mehr Leutis. Wir brauchen außerdem eine Wasserpumpe, die muss wahrscheinlich... Ja, ans Meer geht die ja wahrscheinlich nicht, ne? Ach, das ist einfach nur eine Dienstleistung. Ach so, okay. Das muss gar nicht an den Fluss. Ah, und wir können nicht mehr versetzen. Ach, shit. Das ist natürlich ultra unpraktisch für so Leute wie mich. Im Forschungszentrum des Dorfes führen wir regelmäßige Analysen von Wasser, Luft und Bodenproben. Ach, guck mal, und hier können wir jetzt Sachen bauen. Schwerer Bohrer. Ach, guck mal, die haben die Items einfach recycelt. Im Sinne des Recyclings. Die haben die gleichen Bilder genommen, aber die machen jetzt andere Sachen. Marco della Mocca ist jetzt grün-lila und heißt jetzt Recycling-Spezialist. Bewohner verbrauchen 10% weniger Arbeitskleidung, Filzhut und Werkzeuge. Okay, hier ist Crafting. Was ganz cool wäre, wäre natürlich ein... Huch, Fischerboot. Eigentum von Juan, dem Fischer. Ach, guck mal, wir können hier auch Sachen so finden gerade. Ich glaube, das ist ein Fischbestand. Und das sind... Okay. Aber das ist ja schon eine relativ geil große Insel so für die neue Welt eigentlich, ne? Guck mal hier, Unique Plants, also außergewöhnliche Pflanzen scheinbar irgendwie. Und die haben wir jetzt, glaube ich, bei uns hier bei... Ach nee, das ist ein Rohstoff, Herbarium. Und wir haben... Ja, das ist ja lustig. Und wir haben hier so einzelne Items, die so ganz andere... Du hast die Büsche auf der Insel... Du kannst auf die Büsche der Insel klicken, das gibt Pflanzen-Items und Namen. Hasig... Alles klar, auf die Büsche sollen wir klicken. Beziehungsweise die Produktion läuft ja jetzt und wir haben genug. Das heißt, wir hauen das mal direkt weg, die Ruine hier. Wir brauchen das Fachwissen der Obreras für dieses Projekt. Oh. Stelle Ihnen Unterkünfte zur Verfügung. Dann müssen wir die ja jetzt erstmal aufsteigen lassen, ne? Da brauchen wir eine ganz schöne Menge für. Okay, als allererstes machen wir mal die Ruinen weg. Wir spielen das Ganze mal auf normaler Geschwindigkeit. Moin, Amagon. Damit wir so ein bisschen, ne, uns das hier alles angucken können. Und die Lehmvorkommen sind auch begrenzt. Das ist ja verrückt. Mhm. Ach, hier brauchen wir dann Ziegelsteine, Werkzeug, Bretter und jede Menge Journalero-Arbeitskraft. Okay, interessant. Also die ganzen anderen Qualitäten nehmen zu, aber wir müssen halt immer, wichtig, wir müssen immer über 80% bleiben, damit wir Silber schaffen. Zeitlich könnte das ziemlich eng werden, aber wir müssen mal gucken. Also, wir haben ja unsere Siegbedingungen, Bronze sollten wir schaffen. Silber hoffentlich auch. Gold könnte eng werden. Das versuchen wir heute natürlich zu schaffen. Also, unser Plan ist, wir machen die undichten Ruinen weg, bauen hier schon mal ein Pumpenhaus, dass wir mehr Holz kriegen. Aber guck mal, die Sachen sind zum Teil gar nicht richtig übersetzt. Hier steht noch Trees. Also ich kriege den Chat übrigens nicht weg für die Leute, die das später auf YouTube gucken, weil wir den Chat halt im Stream mit einblenden jetzt. Boah, Lagerhaus kostet 10 Holz, ne? Das ist schon heftig. Können auch schon mal anfangen, hier hinten die Ruinen zu beseitigen. Oh, hier ist was.
Jo, was war das für eine Stimme? Das sind ja verrückte Stimmen. Bei einigen Inseln gibt es Sachen zum Aufsammeln wie Baumaterial. Haben Sie die für mich zurückgelassen? Ah, Bananen, nice. Eine Ablenkung vom Staudamm, aber eine, die sich gelohnt hat. Auf Kurs halten. Soll Isabel Sarmento so krass aus dem Off sprechen? Ich glaube, diese dumpfe Stimme sind die Gedanken von Isabel, weil du sie quasi... Ah, smart, Taku, smart, stimmt, ja, ja. Neue Befehle, Admiral. Ah, guck mal. Und, ah, cool, wir kriegen sogar Ziegelsteine noch dafür. Das ist ja ultra praktisch. Wir müssen jetzt auch noch Bananen hier irgendwie... Okay, wo müssen wir das jetzt abholen? Ah, guck mal. Und jetzt können wir mit Shift die Sache hier abholen. Jetzt düsen wir hin. Und unsere Aufgabe ist jetzt eigentlich, Obreras zu kriegen. Das heißt, wir müssen mehr Journaleros bauen. Logischerweise. Es wird mich noch ziemlich in den Wahnsinn treiben, glaube ich, dass ich Sachen nicht verschieben kann. Weil ich gerne einfach erstmal baue und dann... Also das wird noch interessant. Aber unsere Bilanz... Wasser steigt jetzt, Boden sinkt noch, aber auch Boden kriegen wir weg. Renchtel, grüße ich. Also Boden kriegen wir auch noch hoch. Wenn wir die Ruine hier entfernen, dann sollte das laufen. Wir holen uns jetzt noch mehr Einwohner. Wofür brauchen wir Mais? Keine Plantage, gleiche Art nebeneinander setzen. Da gehen die Bilanzen rasch in den Keller. Bei Farmen ist das nicht so. Die kannst du zusammensetzen. Ah, okay, also Plantagen nicht nebeneinander. Farm schon. Oh, Arbeitskleidung braucht jetzt auch Rinder. Uff, minus 10 Wasserqualität. Nur durch... Minus 10 Wasserqualität. Nur durch... Wirklich nur durch eine Rinderfarm. Das ist ja crazy viel. Wofür brauchen wir Mais überhaupt? Ich baue das gerade einfach. Brauchen wir doch gar nicht. So, ich würde sagen, unser Plan ist, dass wir erstmal möglichst viele von diesen Ruinen jetzt hier noch wegmachen. Also die hier zum Beispiel jetzt auch. Damit wir zügig in die Plusbilanz kommen, dass ich das erstmal, während wir planen, aufbauen kann, die Bilanz, dass wir so wie bei Luft halt auf 1000 kommen. Und dass wir da dann nicht so die Probleme kriegen. Jetzt verschwindet die Ruine nämlich gleich, dann kann ich die wegmachen. Ah ne, das zieht nur 75, das ist natürlich doof. Ah, oh, die brauchen sogar 300 hier hinten. Uff. Toll, Ernesto. Tägliche Pflichten. Oh. Was ist das denn? Tägliche Pflichten. Journaleros. Eisen und Kohle zum Lager ausbringen. Obreras. Wertgegenstände zum Hauptquartier bringen. Ah, das sind die Aufgaben für die. Unter den Pyrophyern. Oder wie auch immer. Sehr lustig. Also die Journaleros mussten Eis und Kohle zum Lager ausbringen und die anderen müssen Berggegenstände zum Hauptquartier bringen. Ah, okay. Wann hast du angefangen mit dem Szenario? Vor circa einer Viertelstunde. Das Hauptquartier ist ein Ort mit Zugang zum Meer. Soll ich das hier hinten? Ah, nee, das hier nicht. Warum steht der Generator eigentlich da oben? So, wir schicken unser Schiff mal so ein bisschen auf die Reise hier. Wo
Oh Mann, ey, ich muss mir echt angewöhnen, hier in der Blaupause zu bauen. Dann kriege ich auch nicht so Probleme mit, dann kriege ich auch nicht so Probleme mit Verbauern eigentlich. Aber ich werde eh nicht, ich lerne eh nicht draußen, mache eh immer wieder denselben Fehler. Dann. Wichtig ist unsere Produktionsbilanz. Wir brauchen 6 Tonnen davon. Okay. Aber wo legen sich die Jornaleros denn jetzt hier merklich ins Zeug? Okay, also wir brauchen auf jeden Fall auch noch mehr Bananen. Ach, ist das das in dem Umkreis? Ah, okay. Now I see. Also die dürfen sich... Ah, dafür sind die Umkreise. Alles klar. Jetzt verstehe ich's. Jetzt geht auch noch... Warum geht denn meine Wasserqualität jetzt so runter? Ach, wegen den Fischereien. Boah, Bruder. Was ist das denn für eine Produktionsanzeige? 7 von 3? Das ergibt ja irgendwie gar keinen Sinn. Wir können auch nicht mal die Arbeitskraft erhöhen hier. Okay, das sind wir auch am beseitigen. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Ah, wir haben schon relativ viele wieder. Ja, dann machen wir die doch auch mal weg hier, die Ruinen. Komm. Jetzt geht es ja daran, dass die Jornaleros hier mal ihren Krimskrams kriegen, ne? Ach, die Kapelle ist... Boah, die Kapelle hat aber eine Reichweite. Muss man ihn doch irgendwie öffnen können. Kann man nicht Steinstraßen bauen? Okay, das ist auch schlecht für die Ziegelqualität. Die Alpaka-Farm ist oh, minus 10. Uff. Du hast doch noch Material zum Zusammensammeln bei der Ruine. Stimmt. Guter Tipp. Nochmal 12 Holz. Nice. Auch cool, dass die Ruinen angezeigt werden als meine Gebäude. Hau weg hier. Obwohl Luftqualität eigentlich, na egal. Weil wir müssen jetzt weiterhin natürlich aufs Wasser draufknüppeln, leider. Deshalb müssen auch die undichten Ruinen hier ganz dringend weg. Denn wir brauchen natürlich auch noch Arbeitskleidung. Und davon sogar 3 Tonnen. Das heißt, wir brauchen 2 von den Farmen hier. Und ich glaube, Luft wird später, kann ich mir vorstellen, eher noch ein Problem. Dann brauchen wir doch Mais. Ach, abreißen kostet sogar Geld. Vielleicht sollte ich dann wirklich mal die Blaupause benutzen. Ich glaube, das ist auch das, was die Leute mir damit sagen wollen. Oder das, was das Spiel versucht, was man tut. Dass man erstmal plant und dann baut. Und die Reichweite von dem Ding ist ja genial hier. So, weil wir können ja dann mit dem Silo pushen, was dazu führt, dass wir natürlich weniger... Junge, unsere Wasserbilanz kriegt richtig Dresche. Ah, nur minus 3. Warum steht denn hier minus 10? Aber das Ding hat nur minus 5. Das Ding hat minus 9. Ah, weil die Produktion noch nicht so hoch ist. Ah, okay, now I see.
Ja, unsere Wasserproduktion kriegt irgendwie ganz schön Dresche, kann das sein? Also unsere Wassergesundheit kriegt ganz schön Dresche irgendwie. Auf die alte Dame ist Verlass. Irgendwie das Schiff hat einfach eine minimale Segelgeschwindigkeit von 2,4. Ein Schiff erster Klasse. Das ist so langsam. Naja, egal. So. Das. Nice, guck mal, jetzt haben wir genug Holz für ein Silo. Warte mal, wenn die Produktivität über 100 steigt, steigt dann auch die Umweltbelastung? Weil dann sind die Dinger ja total sinnlos. Wir müssen so zusehen, dass wir diese Wasserdinger hier wegkriegen. Ein Packer war minus 19. Eieieiei. Ich glaube, es ist trotzdem effizienter wegen der Silos. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, also. Wir gehen erstmal mit 4, weil dann können wir ab und zu die Sachen pausieren, wenn die Rinder farmen und so, wenn das läuft. Dann können wir die ab und zu pausieren, um das Wasser wieder hoch zu pushen. Guck mal, dadurch kriegen wir ja weniger Fisch. Aber wir kriegen ja Zusatzfisch, was ja dafür sorgen würde eigentlich. Logischerweise. Dass der Einfluss auf dass der Einfluss auf die Umweltbilanz nicht so hoch ist. Weil der Einfluss auf die Umweltbilanz hängt ja von der Produktivität ab. Das heißt, wenn wir die Produktivität senken, aber Zusatzwaren kriegen. Okay, wir liefern erstmal den Stuff hier. Wir müssen auch zusehen, dass wir jetzt mal Obreros kriegen. Wo können wir... Ah, okay, hier sind Eisenerzvorkommen. Das hat doch safe einen negativen Einfluss, oder? Durch die Silos bekommt man doch bei jedem dritten Schritt eine Tonne umsonst. Also lohnt sich das in meinen Augen schon bei den Fischern. Und musst du unbedingt auf die Fischreserven achten. Ja. Habe ich auch schon... Ne, wir haben ja hier so Fischbestände. Erholen sich die Fischbestände theoretisch auch von alleine? Ich brauche zeitgerecht Aquakulturen. Boah. Aber warum können sich die Fischbestände nicht von... Also das finde ich... Also die Fischbestände können sich ja schon so ein bisschen selber regenerieren mit der Zeit. Oder? Nur durch ein Item. Okay. Ach, schade. Uff. Plus 4 pro Minute ist jetzt auch nicht so unfassbar gut, ne? Ich entferne gerade sämtliche Wasserbilanzruinen. Mach mal schneller. Das kann weg. Oh, Kautschuk und Stahl. Verrückt. Also wir hauen das jetzt erstmal weg, damit wir jetzt halt wirklich hier so ein bisschen die Regeneration hochkriegen. Wir starten jetzt mal wieder die Rinderfarm. Also Luft ist perfekt, so. Auch Boden ist gut. Aber wir brauchen halt... Wasser macht so ein bisschen... Stress. Deshalb müssen wir uns jetzt hier mal... Also, eigentlich brauche ich auch einen Förster, wenn wir mal ehrlich sind. Aber ich weiß gar nicht, wie ich den bauen kann. Wie kriege ich denn einen Förster? Ein Tipp. Halte die Nahrungsmittelproduktion oben. Wenn die Bewohner über längere Zeit nicht permanent versorgt sind, fällt die Produktivität bei Einproduktion unter 50%. Unser Plan ist jetzt... Erstmal die Obreros zu erreichen. Die Obreras. Selbst die Tiere rühren das Wasser nicht mehr an. Was können wir tun? Mensch, was heißt, die rühren das Wasser nicht mehr an? Das stimmt doch gar nicht. So schlimm ist es doch gar nicht. Ja, okay.
Mal ein bisschen auf die Luftökobilanz knallen, wa? Kann ja nicht sein, dass wir nur den Boden und das Wasser kaputt machen. Moin Lord, Frage. Entscheiden Sie sich, wie Sie das mit dem verschmutzten Wasser umgehen möchten, dass die Tiere trinken müssen. Entscheiden. Oh, wir müssen es tatsächlich entscheiden. Die gesamte Nahrungskette leidet unter der schlechten Wasserkapazität und ungewöhnlich viele Tiere werden krank und sterben. Wir werden einfach mehr Tiere auf den Farmen halten, um die Verluste auszugleichen. Wir müssen die Wasserversorgung filtern. Ich habe wichtige Probleme als... Mehr Wasserfilter. Perfekt. Wir müssen dafür sorgen, dass nicht nur die Menschen... Ob das jetzt so schlau war, weiß ich noch nicht. Einfach zu sagen, wir bauen mehr Filteranlagen. Weiß ich gar nicht, ob das so smart war. Okay. Wir finden uns in einer klassischen Zwickmühle. Wir haben nicht genug Leute, dementsprechend produzieren wir zu wenig Essen, dementsprechend haben wir zu wenig Leute, dementsprechend produzieren wir weniger Essen. Ah, und der erste Fischbestand ist, glaube ich, aufgebraucht, oder? Nee, noch nicht ganz. Na, ja, das wird ja gleich wieder viel besser, wenn das hier... Oh, das dauert eine Viertelstunde, Bruder, was? Na egal, aber das hier ist ja gleich fertig, in 40 Sekunden. Das auch. Und dann haben wir auch wieder bessere Wasserqualitätswerte. Dann sind wir sogar im Plus wieder. Haha. So, Freunde, das war es tatsächlich schon mit dem ersten Teil des Szenarios. Ich will das Video nämlich nicht länger als eine halbe Stunde halten. Wir sind jetzt sozusagen erstmal gestartet, gucken uns das Ganze an und merkt euch mal bitte den Satz mit der Unterversorgung der Nahrungsmittel mit den Bewohnern und den minus 50% Produktivität. Das wird uns nämlich noch häufiger begegnen und ja, nächste Folge gucken wir mal, dass wir die Ökobilanz hochpushen und dass wir auch die Oberas dann endlich kriegen. Jetzt danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Heute ist ja, wenn das hochkommt, der 26. Ich nehme das auf am 24. beziehungsweise eigentlich am 23. Ich wünsche euch noch frohe Weihnachten und wir sehen uns Mittwoch wieder mit einem Livestream und auch mit einem neuen YouTube-Video. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß bei Anno und ciao, ciao.